Insel irgendwas. Ich habe den Titel vergessen. Egal. Neue Mission. Herzlich willkommen zurück bei One Piece Unlimited World Red. Ich habe gehört, ein Wissenschaftler und ein Chirurg sind auf der Insel und haben nichts Gutes im Sinne. Ich hoffe, es werden nicht schon wieder Dorfbewohner entführt. Kannst du sie für uns aufhalten? Du hättest wegrennen sollen und... Hey, Tank. What? Einfach nur what? Okay, egal. Das ist wohl wieder eine normale Weltmission, nenne ich es jetzt mal. Trotzdem werden wir uns relativ knapp dranhalten, weil wir brauchen nur die Must-Have-Duelle. Oh, nochmal Dragon. Nice. Ach, okay, das ist im Prinzip eine Complete-Mission, oder? Wo man einfach gegen alle drei Bosse auf einmal antritt, anstatt dass man dreimal in das Gebiet muss. Für die ganzen Bosse, die es hier gibt. Dam. Komm wieder runter, Dragon. Dankeschön. Ja, ich nehme Luffy dafür, weil er gerade ziemlich... Zumindest... Also, Frankie ist Level 19 oder sowas. Und außerdem hat er die beste Ausweichanimation für... Dragon. Ja, definitiv. Auch wenn... Frankie an sich jetzt auch nicht schlecht ist. Nope. I'm sorry. Und weiß nicht, ich habe einfach das Gefühl, mit Dragon deutlich besser, mit Luffy deutlich besser gegen Dragon antreten zu können. Wenn ich denn meine Comments sehe, die ich nicht sehe, wenn sie direkt über mir sind. Das war jetzt unnötig. Okay, egal. Bam, bam. Red Hawk ist immer noch die stärkste Attacke. Wow, der folgt uns diesmal sogar ein bisschen. Der ist ja tatsächlich ein bisschen stärker eventuell. Bam. Ja, würde ich auch sagen. Wow, das war ziemlich knapp. Aua. Natürlich funktioniert das nicht immer, leider. Ja, würde ich auch sagen. Wir nehmen mal Frankie. Einfach nur, why not? Jupp. Bam. Bam. Aua. Das tat weh. No. Bisschen Fireball. Ist auch sehr stark. Aber wie gesagt, der spielt sich halt im Vergleich zu den anderen relativ langsam. Und ich sehe meine Comments nicht. Okay, gut. Kamera, bitte. Bleib auf Frankie fokussiert, nicht auf Dragon. Dragon treffe ich schon so. Wie gesagt, es gibt... Obwohl das schon so lange eine Problemstellung im Bereich Videospiele ist, gibt es immer noch so viele Spiele, die die Kamera nicht hinbekommen. Bam, bam, bam. Aber Game Design ist sowieso etwas, das immer noch eher auf Kunstniveau, sag ich mal. Oh, come on. Als wirklich auf Wissenschaftsniveau ist. Also, soll heißen, es gibt halt immer noch viel zu viele Dinge, die halt nicht genau definiert sind. Obwohl das durchaus möglich wäre. Bam, bam, bam. Aber es gibt halt noch wenig Leute, die sich wirklich wissenschaftlich mit dem Ganzen beschäftigen. Leider. Aber es gibt Leute. Es gibt sehr gute Game Design Bücher, die sehr viele grundlegende Regeln erzählen. Mehr dazu übrigens in einem Video, was ich schon mal gemacht habe. Sucht einfach auf meinem Kanal nach Game Design. Da habe ich schon mal ein paar Bücher vorgestellt dazu, die ich echt cool fand. Auf keinen Fall darf irgendjemand sterben. Aua, was, wenn es so weitergeht, durchaus passieren könnte. Das war jetzt unnötig. Bam, das ist schwach. Lieber Fireball. Okay, solange der hier ist, ist alles okay. Dann laden wir mal auf. Dankeschön. Das ist super. Nope. Bam. Okay, das hätte ein bisschen... wieso kommt da der Prompt und da nicht? Nope. Bam. Aber die Kabine ist echt nicht sonderlich stark. Okay. Nehmen wir mal noch den Eiskönig. Soul King. Nope. Dankeschön. Ja, ich hätte auch gleich meinen Buff noch machen können.
Könnte ich eigentlich meinen Buff vor dem Kampf machen mit Brook? Also natürlich hätte ich da vorher noch keine SP gehabt dafür, aber geht doch, oder? Ich kann vorher meine Leute vollbuffen und dann in den Bosskampf reingehen. Ah, das muss ich nachher mal probieren. Das wäre, glaube ich, sehr hilfreich. Also, denke ich mal. Sollte sehr hilfreich sein. Naja. Brooks Ausweichanimationen gehen dann sicher auch noch und gibt schön viel SP wieder. Nur halt wirklich langsam. Aber was einen halt in diese Situation bringt, ist nicht so gut ist. Bam. Ah, komm. Come on. Einmal noch. Ja, hau ab. Drache. Ruiniert meine ganze Kamera. Bam. So. Bam. Nice. Ich wollte ja auch schon seit Ewigkeiten mal eine Art Game-Dev-Stream machen. Also, ja, keine Ahnung, wo ich zum Beispiel mit Unity, mit XNA oder mit etwas anderem mich mal ein bisschen an den Game wage. Auch wenn es nur ein kleines Game ist oder sowas, aber halt komplett und dann halt mit, ja, Planungsphase. Da gibt es auch ein paar coole Tools dafür, wie man Game Design planen kann. Wobei, gut, das eine Tool, was ich gerne benutze, ist halt auch sehr teuer. Habe ich mir mal gegönnt, auch wenn, ja, ich es sicherlich nicht zu 100% ausnutze. Nennt sich Artisy Draft und ist wirklich, wirklich cool. Aber auch wirklich, wirklich teuer. Für Studenten geht's noch irgendwo. Naja, ich konnte es mir leisten. Zumindest mit BAföG und so. Aber, ah, kann gut verstehen, wenn das Leuten zu teuer ist. Aber vom Prinzip her kann man die Dinge, die man da macht, ja auch in jedem anderen Tool machen. Bloß ist es da halt schöner und, ja, angenehmer, damit zu arbeiten. Dum, dum, dum. Oh nein, das ist kein Product Placement. Mohahaha. Dum, dum, dum. Ja. Das könnte ich, denke ich mal, sogar mit meiner Upload-Leitung noch machen. Vieles davon. Vor allem Programmieren streamen geht ja sowieso ohne Probleme, weil die Programmieroberfläche ist nicht wirklich farbenfroh. Das heißt, da hat der Codec, mit dem man zum Beispiel uploadet oder sowas, normalerweise keine Probleme mit dem Codieren. Bam, da kann man sehr viel sparen. Weiß nicht, ob da... Ich habe ja schon vor Ewigkeiten mal mein Let's Broken Man Game angefangen und das jetzt auch schon seit einer ganzen Weile nicht mehr weitergeführt, einfach weil, weiß nicht, das in einem YouTube-Video zu machen ist zwar schön und gut, aber da gibt es halt schon so viele Leute, die das gemacht haben und, weiß nicht, ich möchte das eher eigentlich in einem Stream machen, da kann ich ja nichts allzu aufwendiges streamen, aber wie gesagt, sowas wäre schon möglich. Oh, ich bin nicht eingeschlafen, cool. Bam. Nice. Und ich habe auch mal wieder irgendwie Lust auf den Livestream. Ist ja jetzt schon eine ganze Weile her. Ich überlege mir auch, den letzten Livestream mal auf YouTube hochzuladen, da er ja auf Twitch nicht mehr zu finden ist. Wie viele meiner Livestreams, weil die 90 Tage rum sind, 90 Tage oder sowas, in denen sie aufbewahrt werden. Dum-da-dum. Hätte ich da nicht. Nö. Aua. Ich wollte gerade schauen, ob ich da runter hüpfen kann. Ich finde dieses Gebiet übrigens immer noch wunderschön. Auch wenn es eigentlich nur Eis und Feuer ist. Vor allem das Eisgebiet sieht einfach nur grandios aus. Okay. Let's try this. Mal schauen, dass ich da alles an Buffs rauskriege. Wow. Das könnte sehr hilfreich sein. Oh, erst kommt Lore. Really? Oder gleichzeitig? Nö. Huch. Nope. Ja, tatsächlich. Ah. Wenn ich auch tatsächlich mal treffen könnte. Oh, das ist sehr nice. Das funktioniert, glaube ich, tatsächlich, was ich da gerade geplant hatte. Mit Brook vorher buffen lassen. Ist mir noch nie die Idee gekommen, weil es noch nie wirklich mehr als einen Boss gab, aber... Jetzt, wo das durchaus eine Tatsache ist, ob der mit. Ich wollte doch mein Ding machen. Bam! Wow. Mal schauen, ob es hier auch die Sequenz mit den Herztauschen gibt. Und ob ich dieses Mal die auch tatsächlich hinkriege. Bam! Was tust du da? Was war das für eine Attacke? Kenn ich gar nicht. Bam, bam, bam.
Hallo. Oh, come on. Ihr habt ihn in die Luft geworfen, wenn ich ihn angreifen wollte eigentlich. Aua. Really dangerous. Versagen ist keine Option. Doch, ich denke schon. Nope. Man kann Law echt nicht leicht angreifen, muss man mal sagen. Room schon wieder. Ich möchte das andere. Bam, 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 bam. Ist auch eine Fähigkeit, die er, glaube ich, so in der Serie nie wieder einsetzen wird. Die, Shambles. Also, tatsächlich Shambles in dem Sinne, wo die Leute ihre Körper tauschen. Wow. Interessanterweise ist er da mit seinen Shambles auf etwas gestoßen. Ich meine, er hat es geschafft, Persönlichkeiten auszutauschen. Das heißt, er hat tatsächlich herausgefunden, welchem Organ, ich glaube, es war das Herz, ja, die Persönlichkeit und so liegt. Das ist schon irgendwie interessant. Ah. Ah. Hi, Slimy. Jetzt kann ich dich leider nicht mehr boosten. Uns leider nicht mehr boosten. Aber. Really? Müsst ihr als erstes angreifen? Das weiß ich. Das wisst ihr. Das wissen die CPUs leider nicht. Was soll's? So, da ist ein interessantes, aber. Mann. Nein, kein Castanet. Ja, gut, dass er mich immer angreift. Aua. Dankeschön. Das wollte ich auch machen. Und bam. Nice. Damit habe ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen was an Damage an ihn dran gekriegt. Me likes. Me likes very much. Nope. Bam. Ja. Schön. Hä? So sollte es laufen. Ah, das war aber ein bisschen zu wenig Damage. Damage! Oh, und da ist wieder einer. Na. Okay. Tja, da kann ich euch nicht helfen, wenn ihr das nicht ausweicht. CPUs. Was? Nein. Aua. Damit. Come on. Oh, fuck. No. Nicht, wenn ich es irgendwie verhindern kann. Hat er was getroffen? Offenbar nicht. Yes, nice. Ha. Oh, das war nicht nah genug? Interesting. Wusste nicht, dass es eine Entfernungsgrenze gibt. Okay. Dann muss ich den wieder nehmen. Come on. Bah. Nope. Ah. Damn it. Nope. Aua. Come on. Ah, hat aufgehört, mich zu. Hier, ins Visier nehmen. Okay, gut, passt. Alles okay. Wir müssen nur warten, weil diese ganzen kleinen Slimies irgendwie gerade zerstört werden, ohne dass es ihnen interessiert. Bam, 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 bam. Nope. Damn it. Ich hab den Moment, nicht hingekriegt. Come on. Das Wichtigste ist, dass ich gleich das Bomben zerstöre. Nope. Aua. Bin gerade irgendwie. Ah, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aua. Nope. Bam. Come on. Nice. Very nice. Jetzt läuft's für dich nicht mehr so gut, oder? Und bam! Very nice. Das war ordentlich viel Damage.
Jetzt haben wir noch Frankie, mit dem wir auch noch was anfangen können, hoffe ich mal. Oh, das war knapp. So. Oh, come on. Machen wir mal ein bisschen General Frankie. Bam, bam. Bam? Ah, verdammt. Das ist keine Special-Attacke, die irgendwie... Aua. Okay. Damit haben wir zumindest Luffy nochmal seinen Vorteil gegeben. Ja, very nice. Und das war's. Nice. Jupp. Ich hoffe, ihr seid einige Level aufgestiegen. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl... Naja, nicht so viele. Nicht so viele. Du hättest wegrennen sollen. Hey, hey, Tank. Oh, nice. Danke für die Blume. Blumen. Und Giftrate runter. Niederschlagsrate runter. Schlafrate runter. Wow. Das heißt, wir können gar nicht mehr vergiftet werden, wenn es 100% runter wird. Gar nicht mehr eingeschläfert werden. Das ist nice. Gut. Ich würde dann sagen, das war's dann auch soweit für diese Episode. Falls es euch gefallen hat, wie immer liken. Falls ihr wollt, abonnieren. Ansonsten wünsche ich viel Spaß bei meinen anderen Let's Plays. Ciao, Leute. One Piece Unlimited World. Red.